Beim Massenstart zur vierten Bernecker Kalk Trophy versammeln sich mehr als 100 Mountainbiker und rund 60 Läuferinnen und Läufer auf dem Betriebsgelände der Firma Bernecker in Molden. Firmenchef Kurt Bernecker gibt als Initiator des spektakulären Sportevents den Startschuss. Kurz danach trennen sich die Läufer von den Mountainbikern. Für sie gilt es, 5,2 Kilometer und 680 Höhenmeter bei einer durchgehenden Steigung von 15% zu bewältigen. Ich bewundere die Leute alle, man muss echt sagen, dass sie das antun. Und ich glaube, dass auch für die allgemeine Ertüchtigung und für die Leute, dass das schon ein Ansporn ist. Auch. Vor den Mountainbikern liegen 9,8 Kilometer und 710 Höhenmeter. Ziel ist das Plateau des immer wieder imposanten Pfaffenboden-Steinbruchs. Für die Läufer führt die Strecke durch Oberösterreichs längsten Tunnel, den Elfi-Tunnel. Das bedeutet 3,5 Kilometer und 530 Höhenmeter unter Tag. Es ist natürlich ganz was Spezielles. Also sowas habe ich einfach noch nie gemacht, dass ich da durch einen Tunnel gelaufen bin. Es ist relativ finster drinnen, also man muss auch beim Boden relativ aufpassen, weil die Unebenheiten sieht man eigentlich nicht. Das ist ganz was Neues. Halt, die wollte mir das mal anschauen, einmal ein neues Rennen wieder. Ein Tunnel. Tunnel ist da recht finster. Diese beiden bewältigen den Tunnel auch am schnellsten. Und Andreas Tockner kann seinen knappen Vorsprung auf die amtierende Weltmeisterin im Berglauf, die Österreich bei der Olympiade in London vertreten hat, mit neuem Laufrekord bis ins Ziel retten. Es war schon sehr schwer mit Andrea Meyer, die erste Hälfte im Tunnel. Aber es ist sie doch nach Hause gegangen am Schluss, dass ich schneller bin wie sie, weil das war das große Ziel, weil sie ist doch eine Klasse, eine Weltklasse. Es hat einfach Spaß gemacht. Ich habe die Ausschreibung zufälligerweise in der Arbeit gesehen und dann habe ich mir gedacht, nein, das könnte wirklich Spaß machen. Ja. Der Abstand auf den Rest des Feldes ist groß. Dieser hat nach der Anstrengung im Tunnel noch das Steilstück vor dem Zieleinlauf Pfaffenboden vor sich. Der Zieleinlauf Pfaffenboden führt erstmals direkt ins Festzelt hinein. Die Zuschauer, von Wind und Wetter geschützt, genießen beim Frühschoppen Live-Musik mit dem Donautal-Duo und sind dennoch hautnah beim Renngeschehen dabei. Wieder einmal zeigt das Bernecker Team innovative Ideen. Ich muss einmal auch bei meinen ganzen Mitarbeitern, die das organisieren, von der Küche, vom Büro, vom Zelt aufstellen, die das machen, Hut ab, dass wir das auch nicht nur als Baubetrieb, sondern auch als Eventsmanager mittlerweile ordentlich abwickeln können. Währenddessen mühen sich die Mountainbiker den Dorngraben bis ins Zielgelände hinauf, wo Markus Feirer an diesem Tag eine Klasse für sich ist. Anscheinend war heute ein optimaler Tag für mich und wenn man in einen Zustand reinkommt, wo es leichter geht, dann schindet man sich vielleicht weniger und ist trotzdem extrem schnell unterwegs. Man kann das Gefühl einfach nicht so einfach beschreiben, es ist wie so ein Flow-Zustand. Und ja, es ist von unten weg super gegangen und dann hat das optimal gepasst. Bei den Damen setzt sich Esther Fennell mit großartigen 44,04 an die Spitze. Die in Salzburg lebende Deutsche ist zum ersten Mal dabei und hat sich eines fest vorgenommen. Einfach das Beste geben und man wird dann schon sehen, was rauskommt. Das Wetter war auf meiner Seite, die Temperaturen liegen mir, also gute Voraussetzungen. Gute Voraussetzungen auch für Lisi Unterbuchschachner. Die sympathische Sportlerin zeigt wieder einmal, dass mit ihr immer zu rechnen ist und holt sich mit ihrer Zeit von 45,23 den tollen zweiten Platz. Es war wirklich eine tolle Saison für mich, sehr erfolgreiche. Und es ist jetzt schon ein bisschen, die Motivation lässt jetzt einfach nach. Und ich freue mich jetzt schon auf einen schönen Herbst mit schönen Bike-Touren und einfach einmal locker am Madame fahren. Aber bevor es soweit ist,
wartet eine letzte Herausforderung auf die Schnellsten nach dem Bergrennen. Für 3 Damen und 15 Herren wird der Elfi-Tunnel noch einmal zur Rennstrecke. Wieder siegt Esther Fennel. Mit 34,29 entscheidet sie das Tunnelrest der Kalktrophy 2012 für sich. Lisi Unterbuch-Schachner steigt als Dritte aufs Siegerpodest. Es ist vollkommen, es hat minus 10 Grad. Da musst du runterfahren. Unten, die ist einfach kalt, die Füße sind voll taub und da musst du aber wieder motivieren. Ja. Aber wenn man die ersten Minuten fährt, dann hilft eh nichts. Durchbeißen. Und auch bei den Herren zeigt sich, Markus Feirer ist an diesem Tag einfach nicht zu schlagen. Er siegt souverän mit 26,40, sein dritter Sieg in Folge. Auch wenn es relativ leicht ausgestattete Tunnel war, eine richtige Schinderei, weil man einfach kein Gefühl mehr hat für die Distanz. Man sieht nur ein kleines Loch, wo man aussehen muss. Die Starterliste beweist, die Bernecker Kalktrophy ist in der Sportlerwelt längst über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Es ist der Name oder die Veranstaltung, wo es die Leute so immer anzieht, die braucht man nicht einmal ohne. Und das ist uns damit auch gelungen. Wieder einmal zeigt sich, Sport und Wirtschaft, das ist eine Symbiose, die das Leben am Laufen hält. Es ist eines der Highlights neben dem Weltcup in Hinterstoder und dem Lederhosentreffen in Windischgarsten ist es sehr wohl eines unserer Spitzenveranstaltungen und da sind wir sehr wohl gerne dabei. Und danke der Familie Bernecker, dass sie das so großzügig unterstützen. Mit den Siegerehrungen geht für Sportler und Zuschauer ein unvergesslicher Tag zu Ende. Man sieht sich wieder im nächsten Jahr, wenn der Startschuss erneut ertönt. Dann für die Bernecker Kalktrophy 2013.